Kunden und Partnern gemeinsam die Zukunft gestalten. Ein Anliegen, das der Big-Konzern in seiner alljährlichen Big-Time-Reihe auf unterhaltsame Art und Weise ernst nimmt. Wir wollen hier diskutieren, Informationen austauschen, Meinungen austauschen, kommunizieren und das außerhalb des normalen Arbeitsumfeldes. Das ist unser Anliegen, weil wir glauben, dass das das Fundament für die Zukunft ist. Dieses Jahr stand das Thema Nachhaltigkeit und holistisches Denken im Vordergrund. Neben Infopoints und Diskussionsrunde brachte der Physiker und Kabarettist Werner Gruber die Gäste nachhaltig zum Lachen. Viele kennen mich aus dem Bereich der Physik und Chemie des Kochens. Und das ist jetzt vielleicht etwas, was auch Sie praktisch nutzen können. Wer von Ihnen wird nachhaltig bauen? Sie werden die Gebäude oder BIC nutzen. Die meisten von Ihnen haben nämlich die Optionen. Jo. Ja, die meisten wollen auch keine Option. Bedenkt man die Vorreiterrolle der BIC im Bereich nachhaltiges Bauen in Österreich. Wir haben uns vor 4 Jahren darauf verständigt, dass wir uns dem Thema Nachhaltigkeit strukturiert zuwenden wollen, haben damals unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht, dann auch ein nachhaltiges Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen implementiert. Und die Gäste wissen die Inputs zu schätzen. Ich glaube, wir haben heute wirklich ganz, ganz viele sehr, sehr wertvolle Gespräche führen können. Es geht auch nicht immer nur um die Fakten und Zahlen, es geht auch oft auch um Befindlichkeiten, um Gefühle, um Wahrnehmungen, die ein Stück weit abzuholen, ein offenes Ohr zu haben, das ist, glaube ich, auch wichtig und das ist heute der richtige Rahmen dafür. Denn für die BIC hört die Nachhaltigkeit selbst beim Kundenkontakt nicht auf. Ja, es gibt immer eine sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der BIC und wir freuen uns, dass wir diese auch nutzen können. Und würden Sie auch gerne weiter ausbauen? Man hat ja immer das Gefühl, dass man bei der Bundesimmobiliengesellschaft gut aufgehoben ist. Und sie lässt sich auch auf Experimente ein. Also in meinem Fall, ich bin Vizerektorin an der TU Wien, wir haben ja gemeinsam das Energie-Plus-Haus gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem anderen Hausherrn so möglich gewesen wäre. Ja, im Bereich Nachhaltigkeit hat sich einiges getan. Doch was ist noch möglich? Man definiert heute so viele Dinge, und in 4, 5 Jahren wird man sich überlegen, was haben wir gemacht und war es wirklich nachhaltig? Es ist so eine Fahrt im Nebel und man schaut, ob man wirklich auch da landet, wo man hin möchte. Und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, es gibt schon relativ viel. Das, was wir finden müssen und noch nicht gefunden haben, ist das Augenmaß, mit dem man hochwertige Technik wirklich in normale Gebäude hineinbringt, weil auch überschießende Ziele immer relativ schwierig werden. Wir können uns viele Sachen einfach noch nicht vorstellen und wenn man jetzt zum Beispiel neue Projekte anschaut, die Holzbau für Büroimmobilien, für große Wohnimmobilien, ist ein Ansatz nur. Oder salopp gesagt, baut's gescheit, baut so, dass die Leute damit vernünftig leben können und überlegt sich auch, wenn das Gebäude einmal nicht mehr existiert, wie jetzt legt man es, wie reißt man es so, dass man das nächste Gebäude schön hinstellen kann. Also ganz im Sinne der BIC. Denn wir bauen die Häuser für die Menschen.